Exklusives TV-Show-Revival. Iris und Peter Klein, die Stars der Skandal-Doku, trafen sich erstmals seit den Fremdgehvorwürfen live in der Promi Big Brother Arena. Trotz der turbulenten Trennungsschlagzeilen blieb der erwartete Eklat aus. Seit Januar 2023 beherrscht die aufsehenerregende Trennung von Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihrem noch Ehemann Peter die Schlagzeilen. Doch bei Promi Big Brother kam es anders als erwartet, keine Schlammschlacht, sondern ein überraschend professionelles Aufeinandertreffen vor den Sat.1-Kameras. Ich fürchte mich vor nichts, verkündete Iris Klein selbstbewusst vor ihrer Teilnahme. Während die anderen Kandidaten bereits abgeschottet waren, trat Iris am Montagabend live ein, mit einem charmanten »Hallo Leute, keine Party ohne Mutti«. Doch kurz vorher gestand die Katzenberger Mama, »Ich hab Angst«. Trotzdem ließ sie sich davon nichts anmerken und betrat den Big Brother Container mit Stil. Herzliche Begrüßungen und Umarmungen folgten, doch Peter blieb vorerst auf dem Sofa sitzen. Schließlich überwand er seine Zurückhaltung, stand auf, und Iris reichte ihm die Hand, »Guten Tag, mein Name ist Klein«. Seine Antwort? Ein knappes »Hallo«. Die unangenehme Situation gab Peter später zu, doch betonte, »Ich bin ruhig, ich bin ein erwachsener Mensch«. Die Spannung stieg, als das ehemalige Ehepaar gemeinsam im Big Brother Supermarkt einkaufen gehen musste, und sie meisterten die Herausforderung professionell. Doch der Twist, aufgrund einer verlorenen Spielrunde dürften sie die Lebensmittel nicht behalten.